Herzlich willkommen zurück, 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 zurück im Hauptraum des Dungeons. Im letzten Teil haben wir unseren Enterhaken verdoppelt. Das bedeutet, dass wir jetzt an mehr Orte kommen. Geil, 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 geil. Heute ein bisschen motivierter als gestern. Und ihr werdet nicht wissen, dass gestern der Tag war, an dem ich das andere aufgenommen habe. Aber es war gestern. Jetzt wisst ihr, dass das gestern war. Was euch das bringt, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist ja euer Bier, nicht meins. Nicht meins, nur euers. Eieieiei. Wie der Wind so aktiv. Wie dem auch sei. Das dringend an meinem Vokabular teilweise arbeiten. Wie dem auch sei, ist auch eines meiner Lieblingswörter. Anyhow. Versteht ihr, es war wie dem auch sei auf Englisch. War nicht witzig. Zumindest werden wir jetzt im Dungeon immer wieder an alle Orte kommen können, die links, rechts, oben, unten oder auch über so verschiedene Ziele versetzt nur zu erreichen sind. Denn wir sind ja jetzt nicht mehr darauf beschränkt, einfach nur uns an einen Ort zu ziehen und dann dort fertig zu sein. Das haben wir ja gar nicht mehr nötig. Wir gar nicht mehr nötig. Wir können jetzt einfach sagen, hey, wir ziehen uns an einen Ort und von da aus weiter. Ungefähr so. Dort fallen wir dann runter, weil das schneller ist, als mit dem Ding jetzt runterzugleiten. Hier unten. Ich guck mal auf die Karte. Ich glaube, hier irgendwo war noch Truhen. Oder ich guck nicht auf die Karte. Dann schließt sie einfach. Wow. Jetzt echt den einen Schritt weiter vorgehen, um da ranzukommen? Ja. So. Ziehen wir uns hier links, rechts, hoch, runter und finden dort eine Truhe in dem Bäumchen. Die gönnen wir uns doch. Brauchen wir die später nicht mehr suchen. Mal die später nicht mehr suchen. Und da drinnen finden wir Eile. Nehmen wir doch mit. Eile, die gönnen wir uns. Da unten. Komm ich da unten lang irgendwie weiter? Ja, eher so aus, als sollte ich hier oben lang, ne? Dann da einmal durch das Loch. Dann machen wir das doch. Machen wir das doch so, wie das Spiel es möchte. Und roter Schuh, der gibt Leben. Nein! Ach, Menno. Ach, Menno. Also den farbigen Schuh, den möchte ich jetzt nicht. Der bringt mir mal gar nichts. Das bringt mir auch nichts, glaube ich, aber was soll's. Mit farbigen Schuh meine ich lila. Oh, hallo ihr beiden da. Was macht ihr denn hier? Hab ich jetzt für euch Pfeil und Bogen bekommen? Nö. Verrückt. Ah, okay. Okay. Dann ist das hier machbar. Ist das jetzt für immer auf oder nur zeitlich? Ist auch egal, ich bin schon durch. Sind wir hier auf der anderen Seite, wo wir vorhin unten waren. Und ich dachte, ah, vielleicht kommen wir hier lang gar nicht durch. Lag ich ja richtig. Lag ich da ja richtig. Ziehen uns hier hoch und hoch. Hoch. Wir ziehen uns hoch und hoch. Hoch und hoch. Bevor ich die Truhe hole, kommt jetzt Trick 17. Ich nehme jetzt einmal durch hier die Tür rein. Und wieder zurück. Und sollten wir jetzt in den Abgrund fallen, spawnen wir an hier der Tür. Weil dann spawnt man immer an der Tür, in der man zuletzt in den Raum gekommen ist. Haha! Weil wir Trick 17 benutzt haben, wird auch nichts Schlimmes passieren. Ey, ein Stempel wie Tante. Tante, wie. Tu doch mal nicht so wichtig. Sei ein Herzteil. Hi. Hi. Okay, und um euch den Trick einmal in Action zu zeigen. Oh, Bomben. Können wir einfach stur trotzdem runterfallen. Oh, das war eine Punktlandung im Loch. Das war eine Punktlandung. Und zack, sind wir hier an der Tür.
Hat sich der Trick ja doch gelohnt. Oh, und dann bei jedem Vieh kommen Erinnerungen hoch. Ruf mal Items auf meine rechte, auf meinem Board auf. Erinnert ihr euch noch, in welchem Tempel der hier war? Das war der Waldschrein. Ganz schön lange her zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben ordentlich mehr Damage seitdem bekommen. Master Schwert und alles. Alles. Oh, ja genau, das hat ihn auch damals nicht gejuckt. Das hat ihn leider auch damals schon nicht gejuckt. So, du bist hier noch einer, ne? Hier. Nervt nicht. Nervt nicht. Ihr hättet leben können. Ihr wolltet es nicht. Ihr wolltet einfach unbedingt sterben. Ich muss mich an den hier ranziehen. Ja, da gehen wir dann runter und ich muss schnell den nächsten finden. Und da. Das. Puh, jetzt wird ja dann noch eng. Wird ja dann tatsächlich noch eng. Dünne Pfade sind ja voll meins. Voll meins. Volle Power. Voll. Ah! Mein Herz! So. Stirb einfach. Dankeschön. Dankeschön, mein Lieber. Die gestorben sind. Link. Achso, da darf ich nicht hoch. Das ist ja doof. Naja. Dann. Das sieht irgendwie unecht aus. Ist aber egal. Eine Truhe. Die möchte ich haben. Die möchte ich haben. An der möchte ich meine Seele laben. Die möchte ich haben. Die möchte ich haben. Du bist aber lang. Ein Herzteil. Ja, nice. Das sind nicht mehr so lang. Noch nicht mehr so lebendig, ne? Komm ich von hier weiter? Das ist die Frage aller Fragen. Wahrscheinlich muss ich zurückgehen und das Headset hier war nur für die, die hier im Pfad weitergehen. War aber nicht sehr gut versteckt diesmal. Also da kann ich nur gratulieren und sagen, das war gar nichts. Das war gar nichts. Mal von hier aus. Hier so entdecken. Oh, das sieht verdächtig aus. Das sieht doch verdächtig aus. Danach sieht das da doch verdächtig aus. Das sieht doch verdächtig aus. Zu guter Letzt sieht das noch weiter links von mir verdächtig aus. Das sieht doch verdächtig aus. Und dann noch das hier. Können wir runtergleiten? Der wartet auf uns. Dann gehen wir wieder. Tschüss. Na, Quatsch. Wir fällen ihn einfach. Liebes. Oh, Opfer. Schildattacke ist schon sehr, sehr strong. Sehr, sehr stark. Hier draußen sehen wir schon ein paar Truhen eingezeichnet. Ganz interessanter Ort. Oh, so interessant ist er nicht, aber er ist gut gemacht. Hier sind wir jetzt immer wieder in einzelnen Kammern und da vorne, da fliegt doch was.
Achso, das kommt von da. Ah. Aber wenn ihr in Twilight Princess das Gefühl bekommen solltet, ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Ich hab's schon mal erzählt. Damals auf der Wii gespielt und die ist gespiegelt. Deswegen. Ist niemals meine Schuld. Niemals. Niemals meine Schuld. Hat man es da verstanden? Ist die Entwicklerentscheidung die Schuld ist. Will ich da hinten noch auf eine Insel oder so? Ja, von hier aus hin oder muss ich da später hin? Ich meine, ich muss da irgendwie rüberfliegen. Ah, 20 Rubine sind nett. Hier geht's nur bergab, okay. Oh, ist doch verdächtig. Ich gehe jetzt mit ihnen zurück. Das bringt mir ja gar nichts. Ich bin jetzt nicht, ich kann dich von hier treffen. Ha! Was fliegt denn da? Dich nehme ich. Ah, nein! Aber das wird der Weg sein. Ich muss jetzt nur einen Weg warten. Momentchen. Alter, nein! Okay, wir hätten eh länger warten müssen, als ich dachte. Das ist okay. Dass sie hier hinter der Wand ist, passt. Aber du darfst schon wiederkommen. Hinten im Hintergrund der Drache, seht ihr den da oben fliegen? Wie cool ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie unnormal dumm ist das denn hier? Boah. Was? Da könnte ich ja jetzt schon wieder pissig werden, wenn ich so dumm runterfalle. Nein, Spinne, du bemerkst mich nicht. Sonst tilt ich hier noch. Und das wollen wir ja. Du bemerkst mich auch nicht, Spinne. Nein, sie ist schon am Rückweg. Ah, dann machen wir das hier erstmal. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ne, haben wir noch nicht. Und gehen wieder hoch hinauf und die Spinnen lassen mich in Ruhe. Meinen sie natürlich nicht. Heieieiei. Ey, ich hab dein Kind getötet. Was hast du dazu? Du bist auch tot. Was hast du dazu? Was hast du davon, mich zu nerven? Selber schuld, Arschloch. Oh ja, ich erinnere mich. Lol. Sie ist wieder an ihrem Platz und guckt schön brav nach links. So will ich das. Ich bin auch absolut außerhalb ihrer Reichweite. So. Oh, fuck. Ich halte jetzt mal den Mund und schneide, bis ich darüber fliegen kann. So. Das waren jetzt vielleicht 30 Sekunden rausgeschnitten, aber was soll's. Gott sei es gedankt. Danke, Jesus. Stempel. Für einen Stempel.
Dafür musst du sterben. Der ganze Scheiß für einen Stempel. Schlimm. Hätte ich mir ja 1A vollständig sparen können. Hätte ich mir alles sparen können. Mal überlegen, was es mit jeder Seite auf sich hat, aber okay. Jetzt habe ich es schon verstanden. Kommt doch eine dunkle Erinnerung raus, wie man das macht. Wie man das macht. Aber hey, einen Herzteil haben wir ja diesen Part schon gefunden. So, dann war auch bald den nächsten. Finden wir auch bald den nächsten. Wir drehen uns hier noch ein bisschen im Kreise. Das ist zwar nicht sehr weise, doch das ist etwas, worauf ich scheiße. So, die kleine Truhe, da ist klein. Warum wird da kein Herzteil drin sein? Ein Schlüssel ist auch unwahrscheinlich. Ich lasse sie einfach liegen. Darauf wollte ich hinaus. Nein, ich will... Zu der da, ja. Dankeschön. Dass ich das darf, Spiel. So. Gehen wir hier auf der Seite und holen uns da die Truhe, in der 50 Rubine drin sind, sag ich. Ich glaube nicht, dass es ein Herzteil ist und schon wieder ein Stempel, habe ich keinen Bock zu. Also kriege ich jetzt 50 Rubine. Doch so eine klassische 50 Rubine Truhe hier. Und es sind... Es ist das Herzteil. Was zur Hölle? Ich meine, schön, aber was zur Hölle? Was zur Hölle? Reisen wir weiter. Diesmal hier einfach auf der anderen Seite rein. Jetzt befinden wir uns wieder im Zentrum des Dungeons, im großen Mittelteil. Das links haben wir abgeschlossen, das rechts glaube ich auch. Müssen wir hier nur noch ein paar Reste aufräumen, vielleicht noch den großen Schlüssel finden, den Masterschlüssel, der nicht Masterschlüssel heißt. Hier den kleinen wollen wir vielleicht noch ein bisschen verarschen. Okay, wenn er einfach nicht leben will, dann schlachten wir ihn auch einfach umsonst ab. Das ist so traurig, es ist fast nicht mal mehr witzig. Hallo. Aber ist noch immer witzig genug. Und daher machen wir es einfach nochmal. Machen wir es einfach nochmal. Ich glaube, hier in dem Raum kommen wir nicht weiter, aber wir gucken einfach mal nach. Ja. Was sieht? Ich kann hier die Viecher schon mal ermorden. Packen die mich vielleicht später nicht ab. Ich war eh nicht, dass die mich abgefuckt hätten. Aber so. Holz. Ich liebe es immer noch, dass der ihr eigener Panzer den Schaden machen kann. Einfach beste Leben. 20 Rubine. Auch nett. Und nochmal 20. Hier an der Decke. War da was? Weiß es nicht. Naja. Was soll's. Gehen wir also wieder hier raus. Und orientieren uns mal genau hier hin. Ganz genau hier hin. Der Vogel, will er leben, will er sterben? Ich weiß es nicht, aber
Nach wie vor sind wir ja immer noch viel zu rich, Bitch. Okay, das hat eher so geklappt, wie ich es wollte. Not. War das hier so? Und welches Item könnten wir ansonsten noch hier jetzt gleich gebrauchen? Ich weiß es noch nicht. Immer geil, dass man einfach nicht treffen muss, sondern nur grob reicht. Dann hätten wir schon mal 3 von denen weg. Wenn da noch mehr sind, dann machen wir auch die kalt. Ah. Dann töten wir die Spinnen halt so. Enterhaken nicht so viel wie wir. Ja. Dann klettern wir hier rüber. Ich glaube nicht, dass da was Gutes ist in der Truhe, aber wir müssen sie einfach trotzdem haben. Ist ja klar. Ist ja klar, dass wir sie einfach trotzdem brauchen. Da hinten geht es auch zu einer großen Truhe, einer Geisterseele. Insofern sind wir eigentlich eventuell sogar richtig hier unterwegs. Ha! 20 Rubine, nice. Cool. Wenn wir hier jetzt einen Wolf und klettern darüber. Noch ein Vogel, der uns abfacken könnte? Ich glaube nicht. Und ist ja auch eine große Truhe und eine Geisterseele. Ich finde immer noch die Geister in jedem Spiel gar nicht so pralle. Aber nun ja. Hallo. Ist halt ein Sammelgegenstand, der sich über die ganze Map zieht. Insofern eigentlich auch nichts, worüber man meckern sollte. Einfach mitnehmen. So, und jetzt öffnen wir die Truhe, in der ein großer Schlüssel ist. Oder ein hylianisches Z. Z wie ziemlich schade. Oder besitze ich den großen Schlüssel schon und hab's vergessen? Ich glaube, ich besitze ihn. Ich glaube nicht, dass ich ihn besitze. Naja. Naja, ja, ja. Also dann. Ich bin gerade am Überlegen, was ich euch noch erzählen könnte, aber gerade habe ich nichts. Nichts, was ich erzählen können wollen, tun würde. Von daher bin ich auch einfach gerade still. Bald kommen noch ein paar Sachen hier in dem Spiel, da kann ich dann wieder mehr reden, beziehungsweise ein bisschen Blödsinn auch. Dafür seid ihr alle hier, aber jetzt gerade so. Oh Gott, die hier. Na gut, dann machen wir die wieder kalt. Wir haben ja das, was wir brauchen, und zwar. Die Eisenstiefel. Oha. Ich sehe was, was ihr auch seht. Ich sehe was, was ihr auch seht. Und das ist der große Schlüssel. Irgendwie bringen mir meine okkulten Kunden zu wenig, wenn ich Eisenstiefel anhabe. Das ist einfach witziger. Ist halt einfach witziger. Okay, zeig mir deinen Arsch. Ja, schüttel den Speck, schüttel den Speck. Nicht noch was fürs Morden von beiden? Nein? Oh, da hinten ist noch was, okay. War schon so, gehe ich jetzt runter oder war hier noch was? Hier war noch was. Das macht das Ding aus. Sehr gut. Wenn wir uns erinnern, da unten ist der Hauptraum. Dann steigen wir doch jetzt hinab.
Dann steigen wir doch hinab. Kann ich von hier aus mich irgendwo hinziehen, was mir was bringen würde? Nö. Das habe ich schon intelligenter gelöst, das verspreche ich euch mal, aber das nicht mehr wie. Kann die von hier aus nicht benutzen? Warum nicht? Warum kann ich das nicht? Oh nein. Oh, ich kann mich noch retten. Oh. Oh, bitte. Ja. Nämlich so ein Verdacht, was ich verkackt habe. Und ich hätte jetzt eventuell den ganzen Weg außenrum gehen müssen. Aber Gott sei Dank ist das Spiel nicht beschissen. Gott sei Dank. Wir lassen uns von hier oben herab. Und dann klappt das auch mit dem Enterhaken, so wie ich will. Gott sei Dank. Hier dran. Sind nicht schwer genug, also nehmen wir die Stiefel, die in unserem Inventar, wenn sie in der Hosentasche sind, ja nichts wiegen, und ziehen sie an. Dorf! Jetzt haben wir auch schon wieder ordentlich Zeit benutzt. Ich würde sagen, wir sehen uns genau hier beim nächsten Mal wieder. Dann könnte der Dungeon auch enden. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Bye, bye.